Mit einem Herdöpfelgratin ist man immer gut bedient. Kombiniert mit saftigen Birnen und Appenzellkäse ist der Gratin allein schon ein Auftritt wert. Zusammen mit einem zartgegarten Schäufeli ein Festessen sogar für eine grössere Runde. Schön, haben Sie sich heute reingeklickt. Grüezi miteinander. Die Herdöpfel werden geschält und anschliessend in feine Scheiben geschnitten oder gehobelt. Die gewaschenen Birnen trockentupfen, halbieren in Kerne und ebenfalls in ein bisschen dickere Scheiben schneiden. Hier kann man die Schale ruhig dran lassen. Den Appenzellkäse reiben und dann zusammen mit den Birnen und den Herdöpfeln abwechslungsweise in eine gefettete Gratinform schichten. Für den Gossenbecher Halbram mit 2 gepressten Knoblauchzehen, einen Löffel grobkörnigen Senf, wenig Muskat und genügend Salz und Pfeffer gut verrühren. Den Guss jetzt gleichmässig über alles verteilen und das Ganze dann ab in den Ofen. Der Gratin braucht bei 180 Grad ca. 1,25 Stunden. Fast gleich lang, nämlich rund eine Stunde, wird das Schäufeli in der Verpackung im knapp siedenden Wasser erhitzt. Für die Salatsauce nochmal ein bisschen grobkörnigen Senf mit Kräuterweinessig, Sonnenblumenöl, wenig Worcestersauce, alles zusammen verrühren. Jetzt noch Schalotten fein hacken und drunter mischen. Das Ganze jetzt mit Salz und Pfeffer würzen. Den Nüsslisalat kurz vor dem Servieren drunter mischen. Schäufeli dann aufschneiden und zusammen mit dem Gratin und dem Salat servieren. Für alle, die Traditionelles neu entdecken möchten. Gutes Gelingen, viel Freude beim Nachkochen. Adi miteinander.